Kandidaten. Das sind alles junge Leute, die glühen für diese Arbeit. Sie wollen Profis werden, sind es teilweise schon. Deshalb ist die Arbeit sehr leicht, deshalb macht mir das auch so viel Spaß und deshalb mache ich das schon ein Vierteljahrhundert, weil es junge Leute sind, die einfach wirklich wollen und die Arbeit machen und keine Probe mehr scheuen. Répétitions ont lieu donc à Bayreuth. La plupart, on est plusieurs à refaire chaque année le projet. Et on est tout de suite plongé dans l'ambiance ensemble. Il y a tout ce qu'il faut pour s'entendre ensemble et puis pour jouer finalement ensemble. Oh, das ist ganz großartig. Es macht wirklich ganz großen Spaß. Man hat richtig gemerkt, wie man sich am Anfang so finden musste. Also sprachlich und auch kulturell gibt es ja Eigenheiten, auch wie man probt vielleicht oder wie man an die Sache rangeht. Und das ging aber ziemlich schnell, dass wir uns gefunden haben. Also gerade auch beim Holzbläsersatz kann ich das jetzt erstmal sagen, weil wir zunächst Registerproben hatten, dass es eine schöne Atmosphäre war und ein großartiges Erlebnis, dann mit so vielen also internationalen Leuten eigentlich zusammenzuarbeiten. Es wurde angeregt durch das deutsch-französische Jugendwerk, gemeinsam klassische Musik zu machen. Junge Leute aus den Konservatorien, Musikkonservatorien in Frankreich und in Deutschland einzuladen, einmal im Jahr herum zu proben und dann ein Konzert zu geben. Und weil es seit 25 Jahren in diesem Jahr die deutsch-französische junge Philharmonie gibt, weil das deutsch-französische Jugendwerk 50 Jahre alt wird und auch weil wir das Wagner-Jubiläum 200 Jahre feiern, aus diesen drei Anlässen hat man sich entschlossen, eine große Tournee zu machen. Ya llevo tres años con esta orquesta, que es una muy buena experiencia. Bueno, lo bueno es que tenemos dos días de ensayos con los profesores de cada instrumento y luego, después de esos dos días, tenemos ensayos de orquesta. O sea, que todos juntos tocamos durante seis, siete horas al día, con pausas, pero además es una muy buena experiencia musical porque aprendemos también de cada uno, de cómo tocar los instrumentos correspondientes y perfecto. Man kann es ganz gut verbinden, eben die Sprache und die Musik. Also das ist ja eigentlich das Gleiche, Sprache und Musik.